Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 3. Und wir sind hier wieder auf den hohen Mauern von Northrake. Ja, hohe Mauern von Northrake. Ich hab's hingekriegt. Wir haben in der letzten Folge hier einen Shortcut freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt direkt abkürzen. Haben ein Ding, was ich gerade schon wieder vergessen habe. Ich dachte, ich hätte noch Schwert drin. Deswegen habe ich so ein bisschen gerade, ja, verwundert geguckt. Was natürlich keiner gesehen hat, aber... Habe ich. Könnt ihr mir glauben. Ey. Ja, und falls keiner fragt, warum keine Facecam? Ich habe doch beim Stream auch mit Facecam gearbeitet. Ganz einfach, ich finde im Let's Play passt es nicht und bei Dark Souls auch nicht wirklich. Selbst wenn ich mich ärgere, viel verziehe ich mein Gesicht jetzt nicht unbedingt. Und da wäre es, finde ich, einfach für die Stimmung nicht passend. Wenn ich generell ein Horror-Let's Play oder so mache, aber ich denke, das werde ich eher im Stream zocken, dann würde ich auch eine Facecam anmachen. Da habe ich mittlerweile kein Problem mehr mit, aber in sonstigen Let's Plays finde ich es eher, naja, nicht nötig. So, ihn nehme ich ja auch mal eben noch mit. Auch nicht schlecht, der starke Angriff. Gut, dann fahren wir runter und schauen uns unten mal um, was es da denn noch so Neues gibt. So, hier kamen ja die ganzen Typen wieder in die Mauer, ne? Ja, da sind sie auch. Wow, 4 auf einen Schlag. Ja, das nenne ich mal eine Ausbeute. Ich habe gerade ein anderes Wort. Wollte ein anderes Wort sagen. Ich habe auch überlegt, wie es heißt, aber. Weiß gerade gar nicht. War hier oben noch was? Nee, ne? Nö, hier. Doch, hier ist doch noch was. Da drüben. Da müssen wir aber hinspringen. Dickerchen ist auch wieder da. Ich dachte, da kommt er hinterher gerannt. Na gut, dann. Okay, das war eindeutig daneben. Dickerchen hat uns gesehen. Und dann gibt es einmal einen Backstab. Ja, macht natürlich jetzt nicht ganz so viel Schaden mit dem Degen. Und nochmal einen. Und dann war es das jetzt gleich, auch wenn er wieder hochkommt. Und tschüss. Droppt aber nichts. Macht aber nichts. Immerhin 300 Seelen. So, dann schauen wir mal, ja. Er hat uns doch gar nicht bemerkt, scheinbar. Okay. Dann gehen wir nochmal hoch. Und schauen uns das an. Trinken mal einen Schluck. Wie wir da denn am besten rüberkommen? Ich würde sagen, wirklich von hier springen eigentlich. Ja, passt. Und wir kriegen Ring der Opferung. Was bist du denn? Kein Verlust bei Tod, aber der Ring bricht. Jetzt ist wieder die Frage, ist es wie bei Dark Souls 2 oder wie bei Dark Souls 1? Bei Dark Souls 2 war es ja kein Problem, konnte man halt einfach zum Schmied gehen, konnte den Ring reparieren und alles war in Butter. Hat natürlich ja, bei Dark Souls 2 beim Original gar nicht mal so viel gekostet. Bei Skull of the First Sin war es schon wieder relativ teuer, da hat sich nicht mehr gelohnt eigentlich. Aber bei Dark Souls 1 war es ja so, dass der Ring dann weg war. Ich denke, das werde ich einfach mal rausfinden. Nicht jetzt, ein anderes Mal. Wenn es sich auch wirklich lohnt, wenn wir genug Seelen zusammen haben. So, hier ging es nicht runter, ne? Nee. Gut, gehen wir die Treppe runter und schauen uns mal an. Ich werde jetzt mal eben... Es tut mir leid. Ich wollte es eigentlich während der Pause machen. Aber ich stelle meine Einstellung auf hoch. Gehen erstmal die Frames auf 23 runter, sehr geil. Aber mich nervt es, wenn es so ein bisschen die Frames am Weg runtergehen auf 58 oder so. Und ich sollte vielleicht weitere Einstellungen, die Bewegungsunschärfe wieder rausmachen. Die mag ich nicht so. So. Sollte es jetzt vielleicht ein bisschen besser sein. Weil zwischendurch sind die Frames doch mal ein bisschen runtergeknallt. Was dann doch schon ab und zu nervig war. Nicht so schlimm wie anfangs, aber
Das hat durchaus gestört, so. Backstep! Oh, läuft doch. Schwert des Lothric-Ritters. Schwert des Lothric-Ritters. Schauen wir doch mal, wenn wir es vergleichen. Er macht auf jeden Fall weniger Schaden. Bustheit. Boah. Das eigentlich FP kosten? Warte mal, wo war das? Dabei war das genau. Nö. Scheint nicht so. Ich verstehe das noch nicht ganz, was hier. Ich zeig's euch mal. Hier, FP kosten. Anzahl an FP, die durch den Einsatz einer Fertigkeit verbraucht werden. Aber was heißt jetzt in Klammern das 17 von 20 dahinter? Das verstehe ich noch nicht ganz. Abwehrminderung ist natürlich nicht schlecht. Ich schaue es mir mal an, wie es vom Moveset her ist, aber ich denke, wie so ein, ja, einfach wie man halt ein Schwert hat. Also wie das Langschwert. Und ist aber auch ein bisschen schlechter. Skaliert es denn besser? Nö. Hat auch höhere Anforderungen. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, es zu nehmen. Besonders, da wir eh einen Degen haben. So, holen wir uns den nächsten. Hallo, mein Freund. Ey, komm mal. Komm mal her. Ey, komm her. Ja, genau so. So war der Plan. Der hat eine Lanze, ne? Der hier eben hatte ein Schwert, glaube ich. Aber sollte kein Problem sein. Oh, oh, oh. Okay. Und wundert euch nicht, im ersten Run werde ich generell ein bisschen mehr blocken. Als ausweichen. Generell, um erstmal reinzukriegen, wie die sich bewegen. Wie man merkt, es klappt nicht. Ja. Autsch. So, Backstep. So. Das ist teilweise schon wieder zu einfach mit dem Degen. Jetzt habe ich das mit dem Estus gecheckt. Manche Gegner füllen unseren Estus wieder um Einladung auf, wenn wir die killen. Sehr geil. So, jetzt die Frage. Da unten waren welche, ne? Genau, da geht es auch noch ein Stück weiter. Da oben geht es noch weiter und da geht es noch weiter. Ich denke mal, das werde ich mir hier für den Schluss aufheben. Irgendwo reingehen. So, er läuft gerade zurück. Da ist scheinbar keiner. Okay, da ist doch jemand. Aber schleichen wir uns einfach mal an. Vielleicht klappt das ja. Können wir direkt schon mal backstemmen. So in etwa. Oh, der hält aber ein bisschen mehr aus als die anderen. Ah, der hat rote Augen. Das war auch, glaube ich, bei Dark Souls 1 war es so, dass die irgendwie... Autsch. Okay. Man sollte es auch nicht übertreiben dann. Dass die dann halt ein bisschen stärker waren. Und scheinbar ist das hier auch so. Gut. Ja, aber wir sind jetzt längere Zeit nicht gestorben eigentlich, muss ich sagen. Überlege gerade, ob wir nicht vielleicht sogar eine Glut nutzen. Wenn da mal mehr Leben. Wie viel haben wir denn? Wie viel Glut? Wir haben 5 Glut. Ich glaube, wir nutzen mal eine. Bringt das? Oh, bringt schon ein ordentlich Stück. Dürfen wir nur natürlich nicht wieder direkt verrecken. Stählerner Soldatenhelm. Haben wir den auf oder? Ja. Wow. Kurze Frame Drops. Und das müssen sie definitiv noch wegkriegen in einem der nächsten Patches. Einem der nächsten Patches. Patch. Was ist die Mehrzahl vom Patch? Naja, auf jeden Fall in einem der nächsten Updates. Weil das ist noch relativ nervig. Einfach mal diese random Frame Drops kommen zwischendurch. Hallo, mein Freund. So. Einmal dick ein von hinten reingeschoben kriegen. Das war jetzt. Das hat sich ein bisschen falsch angehört, muss ich sagen. Ja, nur etwas. Dick ein von hinten reingeschoben bekommen. Stream wäre das eindeutig wie ein Quote wert. Da habe ich ja sowieso auch die besten Sprüche rausgehauen. Ja, eine Großsachs, okay.
So, warte mal, jetzt gehe ich mal eben hier runter. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, oder? Dass ich hier runtergesprungen bin. Aber mal gucken, ob da überhaupt was liegt. Nö, lohnt sich also nicht. Einmal hierhin, einmal hierhin. Und dich noch wegholen. Plündern, Brandbomben, okay. Und dann müssen wir den Schalter betätigen. Damit wir überhaupt wieder runterkommen. Klock, 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 klock. Wie ihr auch merkt, ich werde mir hier keinen Stress machen mit dem Durchspielen. Ich werde auch viel untersuchen und ja, ich lasse mir da ruhig ein bisschen Zeit, weil ich will es wirklich genießen und alles erkunden. Ich werde natürlich trotzdem noch was verpassen, klar. Allein schon, wenn es versteckte Wände gibt, werde ich da einiges verpassen. Oh, One-Hit, okay. Ah, nein, 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 du Arsch. Wow, übertreib's doch mal. Danke. Und das habe ich eben aus dem Augenwinkel beim Runterkommen gesehen. Drei grüne Blüten, die werden wahrscheinlich... Nee, warte mal, haben die nicht früher Zaubereinsätze wieder hergestellt oder waren das andere? Beschleunigung für rübergehend Ausdauerregeneration. Okay. Warte mal, habe ich gerade richtig gesehen? Anzahl getragen, 3 von 10, Anzahl verstaut, 0 von 600. Aber man kann sogar... Okay. Man kann davon nur 10 mitnehmen. Das ist natürlich auch ein bisschen heftig. 5 davon. Das heißt, wir müssen definitiv mal ein paar Sachen ablegen, wenn wir das nächste Mal am Leuchtfeuer sind. Hier zum Beispiel Brandbomben. 19 von 20 haben wir da. Sonst haben wir nachher das Problem, dass wir irgendwann keinen mehr tragen können. Achso, Seele eines unbekannten Reisenden. Verliere Seelen und kehre zum Leuchtfeuer zurück. Okay, das kennen wir. Du kommst weg und du kommst weg. Brandbombe, ja. Ah, Moment mal. Oder werden die automatisch eingelagert jetzt? Die werden automatisch eingelagert. Sehr schön. Ich gehe mal ein paar Schritte weg, dass man ein Stickerchen hier sieht, denn wir haben noch ein Langschwert, aber das hatten wir schon, ne? Genau. Im Menü habe ich das öfter, dass da Framedrops auftreten. So, das war hier vorne gerade die Stelle. Das kann natürlich auch sein. Junge, kannst du mal eben noch... Danke. Komm mal eben noch kurz mit. Ah, okay. Okay, okay. Aua. Aua. Aua, du tust mir weh, Junge. Bist du bescheuert? Das kannst du nicht machen. So. Trinken wir nochmal einen Schluck. Ah, diesmal kriegen wir bei ihm keinen Istus dazu. So, du kommst mal her, bitte. Komm. Komm. Komm mal ran auf den Meter. Danke. Na, da war ich zu langsam. Oh, übertreib halt. Okay. Ja. Na? Gefällt dir nicht, hä? Kann ich verstehen. Aber, man weiß mal, wie das ist. Komm schon, tu was. Okay. Verdammt, 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 verdammt. Schnell mal einen Schluck trinken. Wieder ein Stück weg. So, jetzt kannst du wieder kommen. Und tschüss. War natürlich schon ordentlich Essos verballert. Aber wir müssen da hoch. Wir müssen unsere Seelen wiederholen. Die lasse ich ungern da liegen. Ja, Framedrops sind zwischendurch immer noch, merke ich. Wird wahrscheinlich an meiner CPU liegen oder halt einfach am Spiel selber. Ich weiß es nicht. Trink mal besser noch was. Kann bei solchen Gegnern hier nicht schaden. So, und... Ja. Boah, er hat aber auch eine Reichweite, ne? Was machst du? Yo, verzauber doch dein Schwert noch! Ist okay.
Ah, verdammt. Ja, nochmal Backstep. Hat der wieder ein bisschen Leben dazu gekriegt? Kann das sein? Sieht auf jeden Fall so aus. Ah, verdammt. Ich glaube, ich muss den erstmal ein Stück lassen. Oder mich einfach vorher ein bisschen besser anstellen, damit ich ein paar mehr Estus habe. Mal schauen, wie es diesmal läuft. Wenn ich diesmal wieder mit so wenig Estus da ankomme, würde ich sagen, renne ich erstmal ein Stück zurück. Und werde dann ja, woanders hergehen. Ja, ja, komm her. Beruhig dich. So, ich weiß jetzt, wofür das hier da ist. Damit man hier ein bisschen abkürzen kann. Und nicht alle killen muss. Und sowas auch machen kann, zum Beispiel. Nein, da war meine Ausdauer leer. So. Und, ach ja, wieder auf den Aufzug warten. Meinen ersten Estus, denke ich, trinke ich immer relativ schnell. Denn der kann sich ja sowieso immer mal wieder auffüllen. Ich weiß nicht, ob es da bestimmte Bedingungen gibt, nur wenn man das erste Mal einen Gegner killt oder so, aber es geht auf jeden Fall. So, ihr kommt mal her. Dankeschön. Keiner droppt mir was. Ist aber okay. Vielleicht wäre jetzt so ein Ring des bösen Auges auch nicht schlecht. Wenn man immer mal ein paar TP von getöteten Gegnern kriegt. Weil die hier fallen ja echt schnell um. So, interessiert er sich für uns? Nö. Aber der wird sich gleich für uns interessieren. Hoffentlich. Na, oder ich mach gleich erst einen anderen. Komm mal her. Ja, hast mich gesehen, ne? Jetzt bist du heiß auf mich. Ja. Okay, noch nicht so ganz. Er läuft noch normal. Er ist erstmal neugierig. Aber gleich, da will er uns dann richtig schön hart rannehmen. Sag ich doch. Ich wollte eigentlich probieren, als erster zu schlagen. Aber, ja, hat nicht ganz funktioniert. Na, komm schon. Ah, verdammt. So, jetzt sollte ich auf jeden Fall mal was trinken. Ah, schade. Ich dachte, das wird ein Backstep. Ah, Schild nicht schnell genug hochkriegt. Nein, nein, nein. Was mache ich? Was mache ich denn? Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Schnell mal ein Stück weg und was trinken. Ich trinke nochmal was. Das wird ein Backstab. Und da ist er tot. Noch nicht ganz, aber jetzt ist er tot. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich habe gerade wieder 46 FPS. Ich muss da echt mal. Ich google, glaube ich, auch mal. Ich habe bisher noch gar nicht nach Dark Souls 3 gegoogelt. Aufgrund, weil ich wollte mich nicht spoilern. Aber ich denke, es ist vielleicht besser, wenn ich da mal nachgucke, ob man das irgendwie ein bisschen fixen kann. Schild des Lothric-Ritters. Aha. Hast du irgendwie Schild des Lothric-Ritters? Können wir nicht tragen, weil wir zu wenig Stärke. Ist aber an sich auch, na gut, bei Magie ist es halt besser. Gewicht ein bisschen mehr könnten wir vielleicht später irgendwann mal nehmen, wenn wir 18 Stärke haben. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann definitiv haben, aber momentan nicht. Ich brauche ihn ja nicht mal oben triggern, fällt mir gerade ein. Dann, wie gesagt, da gehe ich, denke ich mal, zum Schluss rein, wenn ich alles abgesucht habe. Weil ich schätze mal, da geht's weiter. Oder da unten, eins von beiden. Oder vielleicht auch bei beiden. Mal schauen. So, erstmal kannst du herkommen.
Nein, 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 nein. Ausdauer leer. Na, weil ich am Anfang meinte, von wegen Ausdauermanagement, jetzt wenn man blockt, ist das doch schon wieder ein bisschen was anderes. Warum verliert er da im automatisch den Fokus? Au. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr rollen. Aua. Aber ein bisschen weit weg. Na, da wollte ich schnell mal dazwischen reinstoßen. Das hört sich wieder etwas falsch an. Okay, der geht jetzt aber gerade gut auf den Sack. So. Und komm, gib mir einen Estus, gib mir einen Estus, gib mir einen Estus. Ach, leck mich doch, du Penner. Okay, was haben wir denn hier? Luzerne. Ist, glaube ich, so ein mega großes Ding, ne? Gegenstand kann mit aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt werden, sofern er nicht mit beiden Händen geführt werden wird, okay? Dann mit beiden Händen geht, ja. Und ist, ja, ist so ein... Ach, wie heißt das nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Habe ich aber ja auch mal mitgespielt. Ganz am Anfang bei Dark Souls 2, noch beim normalen Dark Souls 2. Vielleicht fällt es mir eine helle Bade. Genau. Vielleicht fällt es mir eine helle Bade. Okay. Ich denke, ich werde mir erstmal einen holen. Na komm. Komm her. Komm da unten weg. Ich will den zweiten jetzt nicht triggern. Kann ich hier jetzt eigentlich... Nee, kann ich. Okay. Kann ich nicht ein Schild mit wegschlagen. Aber ich kann backstabben. Irgendwas schnauft da rechts. Da hängt auch einer. Ich glaube, dann schaue ich da mal eben rein. Und hole ihm einen weg. Ja, ist ja so gedacht, ne? Hose eines Deserteurs. Also auch wieder uninteressant für mich. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich wirklich hier beim Degen bleibe. Das Schöne ist halt das Staggern. Aber, ja, so ganz zufrieden bin ich auch nicht. Aber mal schauen, vielleicht wird's noch. Vielleicht wechsle ich nochmal aufs Schwert irgendwann. Mal sehen. Okay, ja, jetzt die Frage, wo geht's weiter? Das sieht schon mal sehr nach Boss aus. Wobei es auf der anderen Seite für mich, finde ich, auch ein bisschen nach Boss riecht. Vielleicht sind auch beides Bosse. Das kann auch sein. Oder nur hier, oder nur drüben. Das ist doch 100 Pro ein Boss hier. Moment mal, ich werde mal zur Sicherheit. Wenn es ein Boss ist, werde ich einen nutzen. Der Boden erinnert mich auch an Dark Souls 1. Wo man da durch den Boden fällt, ganz am Anfang, wenn man halt ins Tutorial-Gebiet wieder zurückkehrt. Deswegen laufe ich jetzt mal außen rum. Ich möchte auf jeden Fall erstmal hier hinten schauen. Bis jetzt? Okay. Scheinbar. Boss. Weil ohne Essensflakon brauche ich den gar nicht probieren. Okay. Wort von Nordwindtal. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Vielleicht klappt's ja. Autsch. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber naja, versuchen kann man's.
Nimm Degen auf jeden Fall mal in beide Hände. Okay, da kommt auf jeden Fall nichts raus. Das ist schon mal gut. Aber bisher muss ich sagen, ist er relativ einfach. Aber ich denke, er wird sich noch ändern. Wenn wir ihn schon bei der Hälfte haben. Das Problem ist halt auch die Menge an Schaden, die er macht. Ich darf mich wahrscheinlich nur noch einmal treffen lassen, dann bin ich down. Also gar nicht mehr treffen lassen, damit ich nicht sterbe. Mal ganz ehrlich, wie oft passiert das beim Boss, dass man mal aus Versehen getroffen wird? Sonst, wenn man ihn noch nicht kennt, so ich jetzt, aber das war einfach in Ordnung. Okay. Ja, ich hab's geahnt. Okay. Na gut. Macht aber nichts. Wir gehen wieder dahin, würde ich sagen. Holen uns unsere Seelen wieder. Und können ja jetzt auch ein paar Gegner auslassen. Das macht ja alles nichts. Die Hunde hier zum Beispiel dürften uns gar nicht bemerken jetzt. Sieht auch gut aus. Denke, ihn werde ich mal wieder von oben packen. Sehr schön. Lass mich schon mal direkt treffen. So. Aufzug rufen, runter. Ist die Frage, wen müssen wir killen? Müssen wir die beiden da killen? Wir müssen eigentlich nur einen von dem... Also jetzt gleich auf dem Weg, klar, die müssen wir killen, aber ich meine, von diesen, die da patrouillieren, brauchen wir eigentlich nur einen killen. Den anderen können wir ausweichen. Dann unten halt auf der Treppe die beiden, aber die sind auch nicht so das Problem. Behaupte ich jetzt einfach mal. In meiner Naivität. Oder in meiner gerade etwas naiven Phase. Okay. So, die beiden hier muss ich killen, klar. Super Oni. Du hast es heute wieder voll drauf. Nicht. So, einmal Estus rein. Dann hole ich mir einen von denen, wahrscheinlich vorzugsweise den mit dem Schwert. Also ihn hier, genau. Den finde ich dann doch ein bisschen einfacher. Meine Nase juckt. So, jetzt juckt sie nicht mehr. Da kriegt er auch direkt einen Backstep. Schön. Das heißt, er könnte jetzt schon direkt down sein. Ja, ist er auch. So, dann warten wir kurz, bis der da hinten ist. Die beiden hier müssen wir killen, klar. Den an der Seite vielleicht am besten auch noch. Und dann können wir zum Boss gehen. Mal ganz am Rand entlang. Wollte uns nicht bemerken. Nö, gut. So, du kommst mal her. Ach komm. Danke. Er ist schon aufgewacht, okay. So. Und dann kommst du bitte nochmal her. Wow. Da war die Kamera jetzt irgendwie ein bisschen... So, dass ich nicht gepeilt habe, wo ich jetzt stehe und wo er jetzt steht. So. Einmal kurz Nase kratzen. Nicht, dass ich beim Bossfight die Nase kratzen muss. Und schaut mal auf meine Seelen. Wenn das nicht passend ist. 666 Seelen. Das ist doch schick. Gut. Gehen wir rein. Also die erste Phase ist an sich kein Problem, muss ich sagen. Phase 2 könnte ein bisschen tricky werden. Mhm. Sagte er und ließ sich treffen.
Ach Gott. Den Angriff mag ich eindeutig nicht. So, Schluck trinken an seinem Arsch. Ich hoffe, dass es sein Arsch ist. Wer weiß. Bei denen kann man sich ja nie sicher sein. Einmal zu früh, aber naja. Schöne Position habe ich gerade. Autsch. Er hat sich sogar schon verwandelt, okay. Okay. Nein, zu spät geholt. Nein, 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 nein. Das war kein guter Plan. Jetzt aber. Danke. Schluck getrunken. Aua. Na komm. Immer schön am Arsch bleiben. Das ist schon mal ein relativ guter Trick bei ihm. Ja, zweiter Versuch, ne? Ist schon okay. Seele von Vordt dem Nordwindtal. Vom Nordwindtal. Vordt vom Nordwindtal. Haben wir auch als Erfolg gekriegt. Blut wiederhergestellt. Sehr schön. Und wir haben Leuchtfeuer. Alles tutti frutti hier. Und das Tor geht auf. 8600 Seelen. Ich denke, die werden wir jetzt erstmal ausgeben. Und dann gehen wir nochmal zurück und schauen, was da hinten bei der Tür war. Also ehrlich gesagt denke ich nicht, dass da ein Boss kommen wird, weil hier war jetzt ein Boss. Bevor ich irgendwas anderes mache und mir das da nur mal grob anschaue, setze ich mich erstmal ans Leuchtfeuer. Und dann schaue ich mal. Schau mir das nur mal kurz an. Spiel über das Cliff und halte das Banner hoch. Das soll jetzt was heißen? Die Kamera ist gerade rausgezoomt, kann das sein? Banner hochhalten? Alter, sieht aber schick aus. Ich schätze mal, wir müssen da noch überall hin. Wir werden wahrscheinlich irgendwie da runterkommen. Wahrscheinlich durch die Kapelle gleich. Oder durch die Kathedrale oder was auch immer es ist. Wir werden dann da unten wahrscheinlich in dem Waldgebiet, wo die Türme brennen, was machen müssen. Da was machen müssen und da hinten was machen müssen. Das schätze ich mal so. Banner nicht im Inventar. Okay, ich kann meinen Banner nicht hochhalten. Weil ich keinen Banner habe. Ja, die Kamera ist eben wirklich rausgezoomt. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch rein, komplett. Und das heißt jetzt erstmal reisen, zum Feuerwandschrein, skillen. Ich überlege gerade was, ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht könnten wir, ich muss mal schauen, wie viele Titanscherben haben wir denn? Wahrscheinlich eh zu wenig. Beschleuniger, achso, das ist ja. Zauber, Materialien. Zwei kleine, ja, kruder Edelstein und zwei eine Titanitschub. Aber Moment mal, kruder Edelstein. Könnten wir damit vielleicht was bei der Waffe anfangen? Ich weiß nicht mehr, was das war bei Dark Souls 2. Was ist das gemacht hat durch Wirken? Wo haben wir denn? Wir haben. Nein, nein, da. Hab hier. Gealter Edelstein, kruder Edelstein. Abwehr geht runter, aber... Ah, man verliert den Skillbonus. Okay, kriegt dafür natürlich ein bisschen mehr Schaden dazu, aber nein, sorry. 134, wir sind jetzt schon bei 126. Wenn wir es dann noch aufwerten und vielleicht noch ein bisschen Geschick skillen, da kommen wir dann auch höher.
Gut, Leben würde ich sagen, passt erstmal so. Zumindest wenn wir die Glut haben. Wenn nicht, ist es aber auch okay. Warum gehe ich eigentlich hier hin? Würde gerne skillen. Ich würde gerne aufsteigen. Und also Vitalität passt erstmal. Kondition würde ich mal sagen. Was können wir drei machen? Wir hätten noch fünf mehr. Hätten auch ein bisschen Verteidigung noch mal mehr. Beim Blitz zwei mehr. Beim Rest eins mehr. Und Resistenzen hätten wir überall eins mehr. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber ja. Packen wir alle mal da rein. Dankeschön. Und dann reisen wir zurück. Aber dabei würde ich auch sagen, das war schon wieder für diese Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar, das hilft mir sehr weiter. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Es war jetzt ein bisschen durcheinander, deswegen bin ich durcheinander gekommen. Aber es macht nichts. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und ciao. Und ja, jetzt letztendlich. Tschüss.